Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chalan, schön wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und dazu wollen wir heute ein bisschen Gold ausgeben, beziehungsweise wir haben schon ein bisschen Gold ausgegeben und ich würde sagen, da steigen wir einmal ein. Hier in meiner Tabelle seht ihr, ich habe bereits 5000 Gold ausgegeben für die Aldor und zwar habe ich da die Ruffaktor mit einem Twink hochgeballert, um noch ein, zwei Items kaufen zu können. Dann habe ich 11.000 Gold ausgegeben für Gefängnisschlüssel. Was sind das für Gefängnisschlüssel? Und zwar ist das hier einmal in der Scherbenwelt. Und dann gab es sowohl hier oben ein paar Mobs, ein paar Rares, die man mit Gefängnisschlüsseln rausholen kann. Und da habe ich halt noch ein bisschen Timok gebraucht und einen Nittersturm, was hier hinten dasselbe. Da habe ich mehrere hunderte von diesen Gefängnisschlüsseln gekauft. Und ich glaube, oder waren es sogar 1.000? Ich weiß gar nicht. Also ich habe hier auf jeden Fall ewig lang die Rares rausgeholt. Man kann die natürlich auch selber farmen. Mittlerweile sind die nicht mehr sonderlich teuer. Wenn man die im Auktionshaus kauft, dann dachte ich mir, da spare ich mir einen Haufen Zeit, kaufe die und kann dann einfach diese Rares abfarmen für die letzten Timok-Sachen, die ich brauche. Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, was wir uns hier noch kaufen können. Ich bin jetzt auf Main unterwegs auf Blackmoor und hier habe ich schon einmal gescannt. Und ja, da haben wir schon mal das erste Teil, was interessant ist. Einmal aus dem Antorus, dem brennenden Thron aus dem LFR, ein Item, 22.000 Gold. Da würde ich sagen, schlagen wir einmal zu. Und dann geht es erst wieder bei 50.000 los, wie ihr seht. Also da wird es dann schon gut teurer. Das sind alles hier irgendwelche aktuellen Sachen, beziehungsweise aus Legion Raids. Und jetzt hatte ich hier noch ein Item gesehen. Das ist ein World Drop aus den Sümpfen des Elends. Und da bin ich ein bisschen überlegen, oh nee, das ist sogar von dem Rare aus den Sümpfen des Elends, da war ich ein bisschen überlegen, ob ich das kaufe. Und dazu habe ich schon einmal geguckt im Undermine Journal und habe dann aber gesehen, dass auf anderen Servern das teilweise ein gutes Stück günstiger drin ist. Hier zum Beispiel auf Shadowsong ist es für 40.000 drin, heißt, da werde ich das lieber auf einem anderen Server tatsächlich kaufen. Genau, also ich würde sagen, auf Blackmoor belassen wir es erstmal dabei. Das Einzige, was jetzt halt sonst noch rausgepatcht wäre, ist dieses eine Ingi-Item 150, könnte man sich überlegen. Auch da habe ich schon nachgeguckt, das gibt es auf anderen Servern teilweise für 20 und drunter, also das werde ich hier auch nicht kaufen. Gut, ich würde sagen, das eine nehmen wir jetzt schon mal raus und mittlerweile schaue ich ja immer, dass ich das in meine Tabelle mit eintrage. Ich habe mir ja eine kleine Tabelle gebastelt. Wer jetzt meine Videos schon ein bisschen länger verfolgt, weiß das. Wo haben wir es? Timok BOEs. Jetzt suchen wir das Item einmal. Und da haben wir es. Das ist einmal aus dem LFR. Und das ist auch die letzte Schwierigkeitsstufe, die mir da gefehlt hat. Heißt, die Spalte Zeile löschen können wir komplett rausnehmen und dann ist quasi wieder eins weniger drin. Ich habe ja hier mittlerweile die ganzen Items, die ich aus verschiedenen Dungeons, Raids und andere Quellen brauche. Auch viele Removed-Items habe ich schon eingetragen. Also da gucke ich jetzt immer, sobald ich ein Item kaufe, dass es dann auch dementsprechend da rausnehme. Ne? Dann wird die Liste immer so ein bisschen kürzer. So, das schicken wir einmal rüber zu meinem Twink. Das ist, glaube ich, auch 45. Wunderbar. Also das können wir schon mal dann entfernen. Wir haben jetzt ausgegeben für das, was waren das, 22.500. Heißt, das tragen wir auch schon mal wieder in die Waste-Liste ein. Also Blackmoor waren es jetzt 22.000. Wir runden es jetzt mal hier ab. Das nächste Runden war einfach auf, hätte ich gesagt. Und dann logge ich hier schon mal zum Lernen ein. Und ja, ich habe nochmal wo durchgescannt und zwar einmal auf Antonidas. Und da habe ich, glaube ich, nicht so viel gefunden gehabt. Hier wäre jetzt ein Item dabei gewesen, ein Lederteil aus Castle Nastria für 40.000. Ja, ich bin ein bisschen überlegen, ob ich das kaufen soll. Und dann hätten wir jetzt hier noch eine Armbrust, die noch interessant gewesen wäre. Das ist jetzt wirklich ein World Drop, und zwar World Drop aus Wottel, 50.000. Ist in Ordnung, auch da habe ich nachgeguckt, da gibt es tatsächlich günstigere, gibt es teilweise welche sogar für 20.000, müsste ich halt das Gold auf einem anderen Server quasi rüberbekommen. Ja, also das wären die zwei Sachen, die ich schon mal geguckt habe. Die anderen, da wird es halt schwierig, das auf einem anderen Server zu kaufen, weil ich hier ein gewisses Item-Level brauche. Und da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich die beiden Dinger einfach quasi mitnehme. 40.000 quasi beide, das ist so der oberste Bereich, was ich World Drops bzw. Non-Removed-Items kaufen. Ich würde sagen, die kaufen wir uns einfach mal beide. Dann sind sie zumindest schon mal weg. Und ja, dann nehmen wir das jetzt hier mal raus. Oh, hier muss ich auch nochmal reposten, sehe ich gerade. Also das eine ist sind Füße, die tragen wir jetzt gleich schon mal aus.
aus der Liste. Hier einmal suchen. Also, Schuhe hätten wir da. Ah, da oben haben wir sie, aus Castle Nathria. Und die waren aus dem Normal-Mode, oder? Sehe ich das richtig? Die Schuhe waren aus Schicksalshaften normal, ne? Okay. Heißt halt, wo ist jetzt meine Tabelle? Hier haben wir sie. Normal ist quasi die letzte Schwierigkeitsstufe, die mir hier fehlt. Also heißt, das kann ich auch rausschmeißen. Perfekt. Und dann hatten wir noch ein Item. Warte mal, die lernen wir jetzt erstmal. Kann ich eigentlich auch anlassen, ne? Die sind sogar besser. Hat der Char sogar ein Upgrade. Wunderbarst. Das können wir weghauen. Und die Handgelenke, die trage ich auch noch kurz aus der Liste aus. Und dann schicken wir die eventuell noch einmal weiter. Und zwar brauche ich dann einen Lederchar, mit dem ich die lernen kann. Ja gut, der wird es eigentlich tun, der Lederchar. Tela, gut. Und dann können wir die auch rausschmeißen. Jetzt gucken wir mal, ob wir sie finden in der Liste. Also ich müsste jegliche Items drin haben, die quasi jetzt in allen Raids und Dungeons, beziehungsweise in der offenen Welt droppen. Und dann halt die meisten von den removeden Items. Also das war, glaube ich, auch ein Normal-Item. Das muss ich nochmal kurz gucken. War doch ein Normal-Item, oder? Ja, 200er Item-Level, das war Normal. Heißt, das können wir dann auch rausschmeißen. Da kicken wir aber hier nur das normale Ding raus, weil im Mythic brauche ich es tatsächlich auch noch. Gut, okay, dann können wir das schon mal abspeichern. Und was haben wir jetzt ausgegeben? Das waren jetzt 79.400 irgendwas. Vorher haben wir die 500 fallen lassen, also dann tragen wir einfach jetzt die 80.000 ein. Hier auf Antonidas. Und zwar hier. Und dann würde ich sagen, logge ich mal noch ein bisschen rum, beziehungsweise, hier kann ich auch gleich das eine Teil rauspacken und lernen. Ich hätte mit dem Char hier auf Blackmoor, mit dem Twink habe ich auch mal Inji hochgeskillt, um was anderes zu lernen, also im Classic-Bereich. Heißt, mit dem könnte ich dieses eine Inji-Kopfteil lernen, aber wie gesagt, 150k dafür zu auszugeben, wenn es auf anderen Server für 20 drin ist, da ist es wahrscheinlich günstiger, Inji auf irgendeinem anderen Server mit einem Test-Account zu leveln und es da zu kaufen, würde ich jetzt mal behaupten, ne? So, dann muss ich mit dem anderen da ausloggen und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, sobald ich die nächsten Server gescannt habe. So, dala, ich habe mal weiter geloggt auf einen von meinen Testchars. Und zwar bin ich jetzt hier auf Argent Dawn. Da habe ich ein Item aufgetan. Hier, ihr seht schon, ein Removedes, das ich übers Discord WoW Market gefunden habe. Da war nämlich einer, der ein paar Removed Items anzubieten hatte. Und unter anderem das hier, dem konnte ich ein bisschen runterhandeln auf 130.000. Das günstigste, was ich sonst komplett EU-weit gefunden habe, wären 150 gewesen, 155 glaube ich. Und ja, es waren ein Stück günstiger, 130 ist auf jeden Fall bei mir im Rahmen. Und ja, der hat sogar das Gold auf Blackmoor genommen, tatsächlich. Und ich musste dann nichts hin und her tauschen, sprich, habe jetzt nicht diese 5% Tauschmarge, die sonst das Auktionshaus verschlingt. Und ja, das ist ganz nett an der Stelle. Also, das habe ich schon mal eingetragen hier. Da haben wir einmal die Handschuhe. Und jetzt würde ich sagen, scannen wir noch ein bisschen mehr Server und schauen, ob wir da noch was Sinniges finden. So, dala, ich bin mal ein bisschen weiter gelockt und schon sind wir jetzt einmal auf Lothar. Und ja, hier habe ich jetzt mal ein bisschen drüber geguckt. Da geht es ab 50.000 los und die meisten Items sind jetzt eher uninteressant. Die ersten Removeden kommen jetzt hier hinten. Und warte mal, das hier, doch hier, das hier bei über 200k. Also ich glaube, da werde ich tatsächlich nichts kaufen. Insgesamt sind ja 75 Items drin, also jetzt wirklich nicht so viel. Heißt für mich, Lothar können wir schon mal leider rausstreichen. Da trage ich in der Tabelle jetzt nebenbei schon mal eine 0 ein. Und das andere, was ich gescannt habe, ist jetzt hier auf dem Second Account einmal Egwin. Und ja, gut. Da hatte ich jetzt hier ein Item gesehen, das ist bei 80.000. Das ist ein Zonendrop in Stratholm. Und ich habe jetzt mal nachgeguckt. Es gibt noch ein einziges auf einem französischen Server, das ein Ticken günstiger ist. Aber ganz ehrlich, 80.000 für dieses Stratholm-Item, ich weiß, wie kacke die Sachen droppen. Ich glaube, das kaufe ich mir, ne? Für jetzt irgendwie so ein anderes Epic-Ding hätte ich jetzt nicht so viel ausgegeben, aber das ist schon ein ziemlich beschissenes Ding, deswegen würde ich sagen, das schnabulieren wir uns mal. Das ist auch ein Platten-Item, dann können wir das auch gleich lernen. So, einmal gelernt. Und dann trage ich mal bei Egwin die 80k ein, beziehungsweise das Item, ne, dass wir keinen Scheiß bauen, tragen wir auch natürlich selbstverständlich gleich in die Liste ein. Also wir haben jetzt hier einmal die 80k und die 0 bei Lothar
Und dann hier bei den BOE-Items, schauen wir, dass wir es mit reinkriegen, das Ding. Und zwar hier oben seht ihr, das ist das letzte Item, was mir aus Stratholm gefehlt hat. Und das würde ich mal sagen, kicken wir raus. Die Geschichten, die hier drin sind von den Dungeons, das sind alles ultra seltene Drops. Wo man gut mal auch über 100k, die sind fast gleichzusetzen mit den World Drops bzw. mit den BOE-Sachen. Die anderen aus diesen Raids, die sind zwar auch selten, aber nicht so extrem selten. Ne? Also vor allem in Uldaman die Sachen oder jetzt im Kloster, das sind teilweise Geschichten, die sind nur 4-5 Mal auf allen EU-Reams da, weil die halt so extrem selten sind tatsächlich. Gut, hätten wir das auch raus. Jetzt haben wir nur noch Uldaman, Burg Schattenfang, Scholo, Kloster, UBS 1, 9 und 2 aus Gnomeregan hier in der Liste drin. Und ich würde sagen, ich logge wieder ein bisschen weiter, gucken wir mal, was wir auf den anderen Server noch finden und ja, dann schauen wir mal. So, Dilla, ich bin weiter geloggt, jetzt einmal auf Erida und da habe ich schon mal durchgescannt. Leider, hier sind nur 66 Items noch drin, die ich quasi mir kaufen könnte, theoretisch. Es geht hier ab quasi fast 55k los, also die sind leider alle relativ uninteressant für mich, die Items. Ich habe jetzt mal durchgeguckt, das erste rausgepatchte ist hier die Linse. Da hatten wir ja schon mal geguckt, dass wir es auf anderen Servern teilweise für 20k kriegen. Eventuell werde ich mir die später noch kaufen, muss ich ja halt die Berufe dann auf irgendeinem so random Ream hochleveln. Und ja, genau, also hier würde ich jetzt eher mal die Finger von lassen, da ist jetzt nichts dabei, was wirklich ein Schnapper ist. Dann habe ich parallel aber auch noch hier auf Equin durchgescannt und da geht es halt auch so, ne, 58.000 los, also da jetzt auch relativ uninteressant. Hier haben wir aber für 100k das letzte Insel-Item, das ich brauche, und zwar von den Insel-Expeditionen. Und da bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich das kaufe. Es gibt zwar auf anderen Servern für knappe 90.000, das ist ein Ticken günstiger, aber ich habe ja diese 5% oder 6% Cut, die dann weggehen und dann ist es nur noch ein paar K günstiger und dann wieder eine Stunde zu warten und Gold hin und her zu basteln, ist glaube ich nicht worth. Also ich glaube, das würde ich tatsächlich hier sogar für 100k kaufen. Dann wären auch die Insel-Expedition-Items durch und dann hätten wir das zumindest schon mal weg. So, also das packen wir jetzt gleich schon mal raus. Was haben wir hier noch drin? Achso, das waren mal Fehlkäufe, die ich versuche seitdem im Auktionshaus zu verticken. Klappt eher nicht so gut, kann ich euch schon mal so sagen. Das würde ich sagen, speichern wir es jetzt einmal ab und schicken das zu dem Teler Stoffchar. Und dann muss ich das nämlich auch gleich nochmal eintragen. Und zwar, was hatten wir gesagt? Hier auf Erida hatten wir nichts gefunden. Und das war jetzt... Obwohl, nee, das war gar nicht Equin, ich habe einen Scheiß erzählt, das war Blackhand. Equin waren wir ja vorher schon. Na, seht ihr, gut, dass wir nochmal ausgeloggt sind, uns einmal geguckt haben. Also, das ist einmal Blackhand, das hat etwa 100k gekostet. Und jetzt kann ich gleich mal auf den Stoffchar einloggen, dass wir es lernen können. Und dann müssen wir es natürlich hier auch nochmal rausschmeißen, das Item. Jetzt gucken wir mal, ob wir es finden. Hier, genau, Insel-Expedition, seht ihr, das ist jetzt das letzte, was da einmal fehlt. Dann kicken wir das mal raus. Das sind die drei Sachen, die mir quasi in der offenen Welt noch fehlen. Ne? Eins aus EF, das kann nur ein Hordenchar kriegen von diesem Redshirt-Guy. Dann hat nördlichen Schlingendorntal und Sümpfe des Elends. Also das ist eigentlich relativ übersichtlich. Gut, vielleicht sind jetzt von den, klar, die World Drops kriegst du auch in der offenen Welt. Oder hier so Sachen von Angeln, ne? Das ist vielleicht auch oft eine Welt, aber das sind die wirklichen Drop-Items. Ne? Der Rest ist ja wirklich aus Raids, Dungeons oder halt die ganzen removeden Items. Ne? Gut, hätten wir das auch schon wieder weg. Dann gucken wir gleich mal bei dem, dass wir es lernen. Und dann habe ich jetzt noch einen Server, wo ich quasi hinloggen kann. Und zwar ist das Thrall. Und danach ist eigentlich... ja, ist quasi over, dann müsste ich halt gucken, ob ich auf irgendeinen anderen Servern günstig was finde oder ich scanne halt die Tage nochmal die Server durch, muss man mal gucken. So, Dalla, ich bin jetzt auf den letzten von meinen Servern geswitcht und ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich jetzt wieder scannen konnte und es hat sich ehrlich gesagt einfach gar nicht rentiert, denn hier geht's halt ab 61k los, ne, es sind keine rausgepatchten, keine World Drops, kein gar nichts. Also ist alles eigentlich ziemlicher Dreck, wenn wir ehrlich sind. Und das erste, was interessant ist, ist hier... die Linse, aber wie gesagt, die werde ich mir hier sicher nicht kaufen. Heißt, der Server war auf jeden Fall schon ein Reinfall. Und ja, das bedeutet, ich gucke mir jetzt mal noch auf ein paar anderen Servern oder ich scanne die Tage nochmal. Schauen wir mal. Gut, ich bin jetzt weiter gelockt hier auf einen Test-Account. Oder nee, nicht Test-Account, Test-Char, den ich mir auf Ravenscrest erstellt habe. Und hier habe ich mir ein paar Items rausgesucht. Einmal gibt es hier ein rausgepatchte Schuhe, die für 25k drin sind.
Dann haben wir auch Remove der Brustplatte hier für 80.000, 82.000. Dann haben wir einen Knochenpanzer, ein Schild für 128. Und dann habe ich hier noch eine weitere Rüstung für 180. Ich habe mir diese Items mal angeguckt. Und zwar, warte mal, ich kann euch das mal raussuchen, hier. Die sind jeweils relativ günstig, ne? Also hier die 25.000, da gibt es nichts Günstigeres. Dann hier bei dem Brustpanzer wird es ein günstigeres für 70.000 auf Hial geben. Aber ich bin eh begrenzt mit meinen Testchars und hier haben wir eins für 82, also das ist in Ordnung. Sonst EU-weit sind noch zwei andere drin für, was sind das, 5 Millionen? Also ist auf jeden Fall ein Schnapper. Dann bei dem anderen Item sind wir hier mit 128 auch am günstigsten. Da gibt es noch eins für 150 und dann geht es hier schon bei über 500.000 weiter. Und hier bei der Brustplatte mit 180, ne, dann gibt es hier 350 und dann sind es hier schon mehrere Millionen. Also das ist auch relativ günstig. Die drei Teile will ich mir holen. Ich habe schon über eine Kochmaterialie mir Gold rüber gebastelt auf dem Server. Ihr seht, 419.000. Und das nehmen wir jetzt hier mal raus. Und damit können wir jetzt hoffentlich die Teile kaufen. Also kaufen wir uns jetzt mal das hier für 25. Dann die Brustplatte für 82. Den Panzer, halt, stopp, für 128 und dann das Teil für 180 und damit hätten wir alle vier Teile, die ich haben will. Das eine Stoffteil kann ich jetzt direkt lernen, bei den anderen müsste ich mir jetzt noch Chars erstellen, beziehungsweise wisst ihr, was wir jetzt noch machen können, die erstmal alle eintragen, die Items, also BOE-Items. Mal gucken, ob die überhaupt drin sind. Kann sein, dass ich manche noch gar nicht in meiner Liste habe. Also die Sandalen. Schauen wir jetzt mal, dass wir sie einmal eintragen. Ach, die hatte ich noch gar nicht drin, die Sandalen. Interesting. Ne, die hatte ich gar nicht in der Liste. Okay, gut. Dann schauen wir mal, ob wir die Brustplatte in der Liste haben. Die ist drin, dann schmeißen wir die einmal raus, Zeile löschen. Dann gucken wir mal mit dem Schild. Witzig, das günstigste Item hatte ich nicht mal in der Liste, ne? Aber seht ihr, die ist immer noch nicht vollständig. Das Schild ist auch drin, die löschen wir auch einmal raus. Und dann haben wir noch hier die Kettenrüstung. Jetzt schauen wir mal, ob die in der Liste drin ist. Ja, die ist auch drin, dann können wir die auch einmal rausschmeißen. Und jetzt würde ich sagen, kaufen wir für die letzten 5.000, knappen 4.000 irgendwas Gold noch ein paar Pets. Ich hätte es wahrscheinlich auch wieder genauer ausrechnen können, aber ja. Lieber ein Ticken zu viel als dann zu wenig und dann muss ich wieder eine Stunde warten, das Gold rüber zu dingsen und dann habe ich wieder Probleme mit Testchars und so. Das ist dann immer ätzend, weißt du, was ich meine? Also wir können bei 4.7 mal anfangen, ob wir da irgendein Pet dabei haben, was mehr wert ist. Hier. Also das ist regionaler Marktwert, ist es bei 8.000, 9.000, 7.000, 13.000 ist der sogar. Das Auge kaufen wir uns doch mal, halt. Jetzt haben wir noch 200 Gold, dann kaufen wir uns jetzt noch irgendwas Günstiges dafür. Sagt hier 1.000 irgendwas. Eingetütet. Gut, jetzt haben wir noch 4 Gold über. Können wir dann irgendwann nochmal verkaufen. So, also ich mache mir jetzt noch ein paar Testchars und werde die dann rüberschicken, dass wir das hier alles lernen können. Und dann habe ich aber noch einen Server rausgesucht, wo ich das eine oder andere habe. Da sehen wir uns dann gleich wieder, würde ich sagen. Gut, ich bin jetzt weitergeloggt auf Silbermond. Hier habe ich auch noch ein paar Items aufgetan. Ihr seht diese Linse, ne, wo man Ingi braucht, gibt es hier für 20.000. Und hier auch einen World Drop aus Wortel, auch für 20.000, ist sehr günstig. Hier sind noch ein paar relativ low-preisige Stufe 60 Items. Die werde ich mir natürlich hier nicht kaufen. Hat einfach den Hintergrund, ich habe ja hier nur den Testchar, der ist Stufe 50 und damit kann ich die nicht lernen. Was hier aber noch drin ist, sind ein paar rausgepatchte Items für 100.000 beziehungsweise hier für 150. Und ich habe mir auch schon vor einer Stunde ein bisschen Gold hier rüber geschoben. Ihr seht, ich habe wieder ein Item verkauft. 160 kamen wir
ist hier angekommen, 40.000 sind halt der Cut, der rausgeht, ne? Das ist immer ein bisschen blöd, man hat ja immer 5%, das abgezogen wird, aber das ziehen wir mal raus und dann können wir jetzt mal hier ein bisschen einkaufen gehen. Also, was ich holen will, ist zum einen das natürlich für 20.000, absoluter Schnapper, den World Drop auch für 20.000, auch ein Schnapper, dann die Runenplatte. Die runenverzierte Brustplatte, die kaufe ich nicht, die gibt es auf anderen Servern tatsächlich günstiger, also die werden wir drin lassen. Das Item hier ist auf Silbermond mit Abstand am günstigsten. Warte, ich kann euch das auch mal zeigen. Ziehen wir die mal rüber und zwar, da seht ihr das Item. Hier ist Silbermond, das nächste kostet halt 1 Million auf Argendorn, ne? Also es ist halt ein Zehntel. Und hier bei dem Schild ist es ähnlich, ne? 150. Dann will einer 250 und dann sind wir bei 3 Millionen. Hier bei der Robe, ne? Hier auf Silbermond 150, 270 und dann sind wir hier bei 5 Millionen, ne? Und das ist bei den anderen Items halt teilweise auch so. Ja, also, da habe ich jetzt ein paar rausgesucht. Heißt, wir werden uns die Brustplatte nicht kaufen. Das kaufen wir uns einmal. Und dann kaufe ich die Robe hier für 150. Den, jetzt muss ich mal gucken, den Dolch, den brauchen wir nicht. Das hier kaufen wir für 150.000. Das hier kaufen wir für 150.000 und hier die Axt, das ist das letzte, was wir nur brauchen. Beziehungsweise, halt, warte, den Dolch nicht, die Axt. Jetzt hätte ich fast den Dolch gekauft, ne? Das ist nämlich nur ein Wottel World Drop und den kriege ich bestimmt dann noch günstiger. Das waren jetzt einige Sachen, das waren jetzt, Items im Wert von über 700.000 Gold. Da müssen wir jetzt gucken. Ich muss hier aber auch noch einen Inji hochziehen. Einen Lederchar, der Inji hat. Dann die Axt kann ich direkt lernen. Jetzt haben wir hier ist noch ein Leder-Item, ein Stoff-Item, eine Waffe und noch eine Waffe. Okay. Also das müssen wir alles wegschicken. Das tun wir jetzt mal kurz. Hier alles lernen. So, okay. Dann tragen wir das mal in meiner Liste noch mit ein. Da sind, gehen jetzt dann wieder einige Items raus, die quasi abgehakt sind. Jetzt gucke ich mal noch ganz schnell. Also, jetzt haben wir als erstes hier Sorgendunkel-Zepter der Schnelligkeit. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in meiner Liste mit drin sind. Jetzt suchen wir das einmal. Schnelligkeit. Ah, das war gar nicht drin. Also das Item gibt es tatsächlich nicht. Interessant. Teilweise. Ah, ich habe nur Sorgendunkel-Zepter, aber nicht der Schnelligkeit drin, weil es anscheinend dieses Zepter mit verschiedenen Stats gibt. Früher war es so, da hießen die Items immer Schnelligkeit, das war es, das irgendwas. Und dann hat der Name quasi ausgesagt, welche Stats drauf waren. Also das ist ein bisschen weird. Deswegen muss man teilweise gucken, wenn die immer so einen Zusatz haben, diese Items, dann kann es sein, schauen wir mal, wenn ich jetzt hier Feuersturm wegmache. Nee, das Item habe ich auch nicht auf der Liste. Okay, interesting. Dann das hier ist auf jeden Fall drin, ne? Das ist ja ein World Drop und kein rausgepatchtes, also das müsste ich auf jeden Fall am Start haben. Was? Das hat er nicht am Start? Doch, da irgendwas nicht. Ah, okay. Die, ja, das ist auch wieder wegen dem Zusatz. Warte, ich kann euch das mal schnell rüberziehen. Seht ihr? Diese Armbrust, die habe ich schon hier irgendwo drin. Da seht ihr sie. Aber nur halt die Grundarmbrust und nicht mit dem Zusatz. Das ist dann wieder der Zusatz für die Stats. Aber wie gesagt, das ist eigentlich relativ egal, weil ich glaube, das T-Mog kriegst du tatsächlich auch, wenn du nur eine von den Versionen hast, ne? Also, die sind dann nicht nochmal unterschiedlich, soweit ich weiß, ne? Müsste ich mal gucken, nicht, dass doch nochmal irgendwo eins auftaucht von den Teilen. Jetzt nehmen wir den Zusatz hier auch wieder raus. Daraus Schild. Okay, also ich muss dann immer nur die Grundversion suchen. Anscheinend ist das bei diesen ganzen alten Items der Fall, dass die dann immer diesen Zusatz haben, der Schnelligkeit oder hier Aurora oder wie auch immer, das heißt Feuersturms. Warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken, ob Rostnagelaxt, ob ich die nicht irgendwie doch finde. Ob ich die nicht doch irgendwo drin habe. Rostnagelaxt. Ah, seht ihr?
Die ist doch drin. Hier ist sie. Können wir sie rausnehmen. Gut, ist die auch weg. Dann haben wir die ganzen Items zumindest schon mal. Jetzt müsste ich mir dann noch einen Stoffchar erstellen und einen Lederchar. Und wie gesagt, mit dem Lederchar müsste ich halt einmal das komplette Zeug hochskillen. Also Ingi, das werden wir jetzt dann gleich mal machen. Mal gucken, was das noch kostet. Ich kann euch aber jetzt schon mal zwischenrein kurz zeigen, wo wir stehen. Also wir haben auf Revan's Crest haben wir 442.000 rübergezogen an Gold. Klar, 5% gehen ja immer flöten. Und auf Silbermond habe ich 800.000 rübergezogen. Da habt ihr es ja, habe ich es im Postkasten gezeigt, das waren 40.000, ne? Also 5%, die da flöten gingen. Overall mit dem Ganzen, was wir jetzt ausgegeben haben, haben wir heute 1.670.000 rausgehauen für das ganze Timok. Aber wir haben auch einige seltene Sachen tatsächlich erwischt. Ich würde sagen, ich bastel mir jetzt nochmal zwei Test-Accounts, ziehe mir mal Ingi hoch und ich hoffe, dass die 20.000 für Ingi reichen werden, dass ich Ingi auf 300 kriege. Mal gucken. Vielleicht habe ich ein bisschen eng das Ganze gemacht, aber ich hoffe, es müsste reichen. Wir werden es aber gleich sehen. So, Dala, ich bin jetzt auf den Lederchart zurück, habe mir diese 20.000, die ich ja noch über hatte, rübergeschickt und einmal ein bisschen Ingi gelevelt auf 300. War sogar relativ günstig, muss ich sagen. Ich habe von den 20.000 und ein paar Zagte, die ich hatte, jetzt 3.300 etwa ausgegeben. Und ja, definitiv war es jetzt günstiger, das Ding hier auf dem Server für 20.000 zu kaufen, plus die 3.000 oder 3,5, keine Ahnung, was es jetzt halt genau waren, an Kosten für den Kopf, ne, als irgendwie 150 oder 200.000 auf dem anderen Server zu zahlen. Also, das war es auf jeden Fall wert. Können wir uns das Thema auch kaufen. Jetzt würde ich sagen, kaufe ich mir noch ein paar Pets, um die letzten 16.000 hier wegzukriegen. Das sind wir jetzt natürlich ein gutes Stück drüber, aber wie gesagt, ich konnte halt jetzt nicht einschätzen, wie viel mich das kosten wird. Hier das hoch zu leveln, ne, mit dem Ingi. Lieber ein bisschen zu viel, als wenn ich dann zweimal das gucken muss. Jetzt würde ich sagen, schauen wir hier einfach mal nach einem Pet, was ordentlich was wert ist. Inka wert 19, ist gar nicht so schlecht. Das eine hier 27. Kaufen wir doch das hier schon mal für 16.000. Und dann haben wir noch 200 Gold über. Und dann kaufen wir uns jetzt halt nur irgend so einen Kack tatsächlich. Hier nichts liegen lassen. Klar, es liegen jetzt hier auch noch ein paar Matt-Sachen rum, aber ich muss den Char wieder löschen, dass ich auf anderen Servern aktiv werden kann. Deswegen hilft es jetzt leider nichts. Das hier ist doch relativ gut vom Preis her. Und dementsprechend, lasse ich das jetzt halt in Anführungszeichen verkommen, ne? Das hilft jetzt nichts. Die Matts kannst du wahrscheinlich noch für ein paar hundert Gold verkaufen, aber scheiß drauf. Gut, dann wären wir hier fertig. Ich zeige euch nochmal das Endergebnis, das wir hatten, ne, mit den ganzen Geschichten. Wir hatten ja hier einiges quasi auf meinen Servern aufgekauft, die ich eh schon mit Chars bestückt habe. Das waren ja die 282.000, das haben wir ja hier. Dann die 130, die ich mir davor von dem einen Händler aus dem Discord geholt habe, von Aldo die Sachen, beziehungsweise die Gefängnisschlüssel. Und dann die zwei großen Summen, einmal auf Raven's Crest und einmal auf Silvermond, die 442.000 und die 800.000. Und dann sind wir summa summarum, das war jetzt ein bisschen groß, das habt ihr gar nicht gesehen, hier unten auf 1.670.000, die wir jetzt ausgegeben haben. Klar, ein Ticken was kommt von dem Gold wieder rein, wenn ich vielleicht die Pets verkaufe, aber das ist minimal, ne? Also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und ja, dann sind wir hier wieder durch mit dem kleinen Waste-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten wieder. Euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.